jetzt auf alle WM-Spiele tippen und zusätzlich 1 Million Rubel gewinnen. Tipp 3, tipp dir den Kick. Die Euder-Foder-Challenge wird Ihnen präsentiert von Tipp 3. Ja, lieber Michi, du glaubst dir immer, du bist so ein besonders guter Fußballspieler. Heute kannst du es mir beweisen. Stelle mir bitte das legendäre Tor von Marco van Basten bei der EM 1988 beim Spiel Holland gegen Russland nach. Grüße, Herr Foder. Ich kann leider nicht aufschauen. Sie erwischen mich beim Privattraining. Ich bin auf Kurzurlaub in Wien. An das Tor von van Basten kann ich mich erinnern. Ich glaube, das ist damals eine Flanke von halb links ungefähr hierher aufs Fünfereck gewesen. Und der van Basten hat ihm dann Wolle ins Kreuz reingeschwasst. So. Ja, war fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich brauche tatsächlich einen professionellen Coach, damit das Unterfangen gelingt. Idealerweise einen, der mit Marco van Basten sogar zusammengespielt hat. Und ich habe da eine Idee, wer das sein könnte. Oder ich bin fündig geworden, schauen Sie sich diesen Funskerl an. Ich muss ihm eigentlich nicht vorstellen, zuhöflichkeitshalber trotzdem eine echte Austria-Legende. Und außerdem war er Meister mit Ajax Amsterdam und sogar Sitznachbar von Marco van Basten. Die Rede ist natürlich von Felix Gasserlich. Richtig. Grüße. Ja. Grüß Gott. Danke, dass Sie den Spaß mitmachen, freue mich sehr. Der Marco van Basten, der war ja damals ein kleiner Bub, muss man fast sagen, als Sie mit ihm zusammengespielt haben. Also er war damals 18 Jahre alt und ist gekommen von Utrecht. Und ich bin damals 1983 zu Ajax gekommen und der war dann in der Kabine mein Nachbar. Und eigentlich war das ein Schlags größer als ich. Und da haben wir gedacht, na boom, wenn der Fußball spielen kann, dann. Und der spielt schon mit 18 und der Erste, der muss schon was kennen. Ne? War eigentlich, hab gleich wieder gedacht an die Gurken, ne, was er kriegen würde. Die Großen sind ja auf das anfällig. Sie haben sich welchen Spitznamen erhalten? Hortenkönig. Hortenkönig. Was so viel heißt? Das ist Gurkenkönig. Ja. Sie waren der klassische Bootkicker, kann man sagen. Ich war der klassische Bootkicker, war im Laberg-Boot sicher ungeschlagen. Austria und Ajax, beim richtigen Club wollten Sie nie kicken? Ja, das sind die richtigen Clubs, muss ich ganz ehrlich sagen. Für uns beide geht es jetzt darum, dass wir das Tor von Marco van Basten 1988 nachstellen. Ja. Wie frisch ist das in Ihrem Kopf noch? Die ich weiß, die Flanken war eigentlich verunglückt. Schweinsflanken, sagt man. Die müssen Sie jetzt machen, die Schweinsflanken. Ja, kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Also wenn Sie den gesehen haben beim Training, wie der einen Ball nimmt, wie der einen Ball mitnimmt, wie der Antritt schnell ist, 1 gegen 1 spielen kann, habe ich gewusst, das wird ein Top-Spieler. Und das habe ich einem gewissen Herrn Kranke einmal gesagt, wie ich dann beim Sportclub war, nach Ajax-Zeiten. Habe ich gesagt, es gibt einen super Stürmer, der ein bisschen besser ist wie du. Und das war der Marco van Basten. Das hat er geschluckt, der Krankel, kann ich mir nicht vorstellen. Hat er nicht geschluckt. Hat er nicht geschluckt. War ein bisschen besser auf mich, aber dann beim Schwurtung war Zeit lang nicht gespielt. Ich bin jetzt mit theoretischem Fachwissen ausgestattet und ideal vorbereitet. Jetzt fürs Flanken geht's. Okay. Jawohl, los geht's. Ja, los geht's. Danke. So, wir brauchen, damit das Ganze möglichst echt wirkt, natürlich auch noch einen Torhüter. Haben wir gefunden und der dürfte den damaligen russischen Schweinzinger ziemlich ebenbürtig sein. Gut, die Flanken war ein Arsch. Aha, das stimmt. Die ist nicht präzis genug gewesen in der richtigen Höhe, glaube ich. Trainer, der war nix. Du musst dich ein bisschen mehr aufwärmen, du musst dich anständig aufwärmen. Komm her, du musst den Ball richtig treffen und jetzt komm. Da oben, nimm den Ball, mach die Übung und gehen wir. Achtung, fertig, los, gehen wir. 1, 2, 3, super, ja, ja, gut. Okay, und die nächste Übung, Handstand und eine Rolle. Und passt. So, jetzt können wir es auch, jawohl. Und? Jetzt geht's! Noch perfekt! Da hast du gesagt, was das auf einmal ausmacht! Das war's! Mit einem guten Trainer geht alles! Aber mit rechts danke, müssen wir noch üben. Jetzt müssen wir noch einmal. Also gut trifft ihn nie wieder. Okay, noch einmal. Ja, das war aber nicht so schön wie mit dem Linken. Du hast mit links super getroffen, aber an und für sich fällt das holländische Leiberl. Ne? Du müsst auch Oranje Bodenleiberl haben. Dann funktioniert sofort. Oranje Trikot, orange und das wird der Turbo-Boost jetzt. Nicht genug, keine Bühne, ein Problem mit vernünftigen Schuhen. Alles klingt lustig, Schlümpfe sind Smurfs, Fahrräder, Fietzen, Bier nennt man Bier. Jeden Sommer am Strand. Machen wir einen Tester. Test, genau. Und wenn der gut ist, brauchen wir nicht mehr Test. So, schaut's aus. Ja, der war schön gewesen. Der wird jetzt. Der war schon gut. Super. Der war schon gut angetragen. Durchziehen. Ja! Das war der zweite, den wir verschossen haben. Den ersten haben wir nicht drauf. Das war schon der zweite. Ja! Endlich!
wie im Sommer in Holland, mal mit dem Roller auf der Bahn. Der war's. Ich war leider nicht auf Rekord. Das macht er offensichtlich, glaube ich. So, aber jetzt. Jetzt wird's was. Jetzt auf alle WM-Spiele tippen und zusätzlich 1 Million Rubel gewinnen. Tipp 3, tipp dir den Kick.